Die Zeit verstreicht. Diplomatische Aktion, finanzielle Unterstützung wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Das ist schön. Wir müssen noch eine Weile warten, bis wir wieder für, bis wir wieder AP fragen können. Noch 41 Tage. Aber wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen mehr Zustimmung erlangt, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Australien, 158. Yeah. Ja. Und die wollten uns trotzdem keine Aktionspunkte geben. Ja, es war davor, aber wir probieren es einfach nächstes Mal nochmal. Ja, ich kann mal ein bisschen die Geschwindigkeit ein klein wenig hochsetzen. Ja, so langsam nimmt mich auch dieser das Fallen der Aktionspunkte so ein bisschen. Ja. Es sind ja wirklich nur noch 1000, gleich deutlich weniger. Ja, wir haben ein Besiedlungsprojekt umgesetzt. Die Wasserbesiedlung haben wir umgesetzt. Internationale Zustimmung. Als nächstes wäre die Forschungsexpedition dran, aber dafür haben wir definitiv nicht die Aktionspunkte. Ja. Ich finde es übrigens auch ganz interessant, dass dieses Spiel simuliert, dass diese zunehmende Integration zwischen Staaten einfach auch erstmal mehr kostet. Die bringt uns auch immer was, also das Bruttoinlandsprodukt steigt, der Index menschlicher Entwicklung, also das steigt auch alles und unsere Einnahmen. Aber es kostet uns halt jede Runde. Und ich finde das sehr interessant dargestellt in dem Spiel. Ja, hier ist gerade irgendwas falsch gelaufen. Schmutziger Kampf. Der Wettbewerb innerhalb der Spendensammlung ist erbittert und alle geben ihr Bestes, um die Spitze zu erreichen und zu gewinnen. Aber faires Spiel und Beitragszahlungen sind möglicherweise nicht genug, um die Oberhand zu behalten. Wenn wir ein wenig den Schmutzkübel in Richtung unserer Mitbewerber schwingen, können wir unsere eigene Popularität steigern. Und falls nicht, können wir so immerhin der Popularität unserer Gegner einen Schlag versetzen. Und es gibt hier Target Group 1 und 2 sind identisch. Sag mal, haben wir eigentlich humanitäre Hilfe geleistet oder wollen wir hier Werbung machen dafür, wie großartig wir sind? Ja. Also es ist doch jetzt kein Wettbewerb, es geht doch darum, Leuten zu helfen. Ja, dachte ich eigentlich auch. Ja, guck mal, da unten, dieses konzentrieren wir uns auf unsere karitative Natur, finde ich irgendwie ganz gut. Finde ich nicht so gut, weil wir AP ausgeben. Es hat keinen Sinn, sich auf sowas einzulassen, mal ganz grundsätzlich. Wäre jetzt mein Ansatz gewesen an der Stelle. Why not both? Genau, warum ist beides? Ich hoffe ja immer noch so, dass das eine mit dem anderen einhergeht. Also, tu Gutes und rede darüber ist ja eine Variante, aber die Frage ist, wie viel man darüber redet und wie viel Gutes hinter dem Reden auch dann steckt. Ja, es ist überschrieben mit schmutziger Kampf und ich finde eigentlich, es hat keinen Sinn, sich auf sowas einzulassen eigentlich. Am besten. Also und wir haben gerade die AP nicht. Genau, das wäre jetzt für mich auch das ausschlaggebende Argument, es hat keinen Sinn, sich auf sowas einzulassen zu nehmen. Ansonsten wäre ich eher bei dem oben drüber, aber du hast völlig recht, wir haben eh schon nicht mehr so viele Aktionspunkte, deswegen halt nicht. Tja. Ja, wir brauchen AP, damit wir den nächste Block-Dings bald mal erforschen können. Ist es denn schon soweit? Ja. Wir können jetzt wieder Ask for Governmental Assistance machen. Und wir brauchen die. Wir haben gerade 158, wir haben die Beziehungen super verbessert, also würde ich jetzt sagen, wir haben zwar nur Erfolgschance 75%, aber wir haben keine Möglichkeit, das zu boosten. Dreiviertel Chance, also. Vorhin hat es nicht geklappt, ich drücke uns die Daumen. Tja. Ich hoffe sehr,
Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön. Und wir haben wieder Aktionspunkte. Mhm. Für das nächste Block Dingsi-Bumsi. Oh. Und das nächste, die nächste Situation. Die extreme Linke ist im Vormarsch. Trotz unseren Anstrengungen konnten wir den Aufwind der linksextremen Bewegung nicht stoppen. Drei Möglichkeiten. Wenn dies der Wille des Volkes ist, müssen wir das akzeptieren. Parteipopularität plus 20% für Linksaußen, Unzufriedenheit Zielwert plus 5%. Wir können nur weiterhin versuchen, für Gegenideologien zum Linksextremismus zu werben. Parteipopularität plus 10% für Linksaußen. AP-Einnahmen gehen zurück, Geldeinnahmen, weiß ich nicht. Parteipopularität Mitte links plus 5. Parteipopularität radikal zentralistisch plus 5. Also Mitte rechts plus 10 und rechts außen plus 15. Verhaften wir alle Entscheidungsträger der linksextremen Bewegung. Persönliche Kontrolle plus 1, Parteipopularität plus 5%, Unzufriedenheit plus 10, AP minus 1, Geld 0. Ich finde es super spannend, dass uns die SpielentwicklerInnen immer wieder in so einen klassischen Konfliktkreislauf reinbringen. Also sie fangen halt mit einem Thema an. Vorhin war es irgendwie, es gibt wohl linksextremistische Bestrebungen, was wollt ihr tun? Und dann gibt es die nächste Eskalationsstufe und die nächste Eskalationsstufe. Und ich frage mich, ob jetzt hier der nächste Weg ist, dass der Linksextremismus dazu führt, dass die Demokratie beseitigt wird und es eine wie auch immer geartete ideologische Unrechtsherrschaft ist. Insofern sehr spannend, was die Entwickler da mit uns machen. Und das mit dem Extremismusverbot, Horsti, es gibt auch die ein oder andere Kommune, zum Beispiel meine, die Extremismusklauseln immer noch mal diskutiert. Verfassungsrechtlich hatten wir das zwar schon, aber das ändert nichts daran. Gut. Ja. Also dieses, wenn dies der Wille des Volkes ist, müssen wir das akzeptieren. Das wäre ungefähr so wie... Ach nee, warte mal, Vergleiche soll man nicht machen. Weder in der politischen Bildung noch in der Politikwissenschaft. Mach keine Vergleiche, Punkt. Wenn dies der Wille des Volkes ist, müssen wir das so akzeptieren. Government for the people, by the people. Also quasi Regierung vom Volk für das Volk. Ist quasi eher das, was Abraham Lincoln irgendwann mal im Sinne dieser großen Demokratie historischen, theoretischen Sachen gesagt hat. Und ich finde das ganz spannend, dass die Herausforderung, die eine Demokratie auch hat, ist, dass sie aus sich selbst heraus zu einer Diktatur werden kann. Und das relativ leicht. Und wenn man sagt, des Volkes Wille, ist das Entscheidende. Dann, wenn man da noch rechtsstaatliche Grundsätze mit dazu packt, dann kommt man dahin, weil dann kann man das miteinander strukturieren und kann überlegen, wie man gesellschaftliche Konflikte löst. Aber dieses, wenn dies der Wille des Volkes ist, beenden wir jetzt hier mal die Demokratie, war nett bis hierhin. Ja, nee. Also da habe ich ja jetzt schon bessere Äußerungen aus dem US-Repräsentantenhaus gehört oder dem Senat. Mhm. Also halte ich für schwierig. Dann, wir können weiterhin versuchen, für Gegenideologien zum Linksextremismus zu werben. Das wäre so der klassische Ansatz, zu sagen, von Präventionsarbeit. Du hast auf der einen Seite Deradikalisierungsprojekte, du hast auf der anderen Seite aber einen starken Rechtsstaat, der guckt, dass aus einer Meinung und aus einer Ideologie nicht ein Extremismus wird. Und dann wären wir dann bei optional verhaften. Aber eigentlich wäre der für mich richtige Ansatz, wir können weiterhin versuchen, dagegen was zu machen. Ich befürchte, dass als nächstes die Spieleentwickler uns mit einer kleinen linksextremistischen Revolution bedenken im Sinne des Konfliktkreislaufs. Mhm.
Aber direkt alle Leute zu verhaften, finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Also wir könnten ja wenigstens noch versuchen, irgendwie ein Verfahren zu haben. Ich bin auch eher für die Mitte, wenn ich nur zwischen diesen drei wählen kann. Also wir können weiterhin versuchen, für Gegenideologien zum Linksextremismus zu werben. Die Pluralität in den Vordergrund stellen, hätte ich es genannt. Genau. Ja. Bin ich ganz bei dir. Also auch hier bin ich wieder mit dem Wording nicht so richtig d'accord. Aber es ist irgendwie für mich gerade der richtigere Weg, wenn ich die anderen Optionen so sehe. Ja, würde ich das mal machen. Aber ich glaube, wir haben das Problem nicht gelöst, glaube ich. Nein, glaube ich auch nicht. Und Horst, die sagt gerade im Chat, Länderebene ist ja auch so ein bisschen komisch. Hessen hat die Todesstrafe erst vor ein paar Jahren abgeschafft. Ja, aber das war, also, es wäre ja keine Todesstrafe umgesetzt worden, weil Bundesrecht dieses Landesrecht, also dass das stärker ist. Aber es ist schon nett, dass es aus der Landesverfassung gestrichen worden ist. Also, finde ich ganz gut. Aber es war Hessen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Mir ist auch noch irgendwie so ein bisschen wie Bayern, aber das liegt möglicherweise auch an mir, weil ich immer... Die Bayern haben beispielsweise dem Grundgesetz nicht zugestimmt damals. Ah ja, Hessen war es, okay. Studien internationaler Beziehungen wurde umgesetzt, sehr schön. Und jetzt können wir die nächste Blockintegration machen. Weil die hätten wir noch... Bevor wir dann auch die Blockintegration machen, jede Integration kostet uns wieder mehr Aktionspunkte. Ja. Wenn wir sie dann umsetzen. Nur, dass wir das so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass wir die Blockintegration irgendwie im Sinne der Aktionspunkte denken. Ja. Gemeinsamer Bildungsplan, das ist voll verrückt. Oder Handelsabkommen. Oder. Ich bin eher für Handelsabkommen. Grundlegende militärische Integration. Ich wäre dafür, erst das Handelsabkommen zu machen, in der Hoffnung, dass uns das einen steten Geldfluss bringt. Und oh ja. Dann, also quasi erstmal die wirtschaftliche Integration, Wissenschaft hatten wir jetzt, danach wirtschaftlich, soziale Integration hatten wir, glaube ich, am Anfang, so um die Grundlagen zu schaffen. Militär, auch das müssen wir nicht direkt zusammenführen, denke ich. Und das mit dem gemeinsamen Bildungsplan klingt auf jeden Fall interessant. Aber ich wäre für Handelsabkommen dennoch. Okay. Dann machen wir das mal. Schließen wir das Handelsabkommen ab. Ah, das ist interessant. Also ich schließe jetzt das Handelsabkommen ab. Also wir erforschen das jetzt. Und Horst, die sagt gerade, er hat das nochmal nachgeschaut. Es war Hessen vor dem Einzug der AfD in den Landtag. Das hatte tatsächlich... Das war mir so nicht klar gewesen. Weiß ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Allerdings weiß ich auch nicht, ob das eine und das andere direkt miteinander zusammenhängen. Das kann auch an der CDU-Grünen Landesregierung in Hessen gelegen haben. Dass sie einfach so ein paar Bereiche vorangetrieben haben. Das da stimmt, ja. Ja. Also ich denke, dass der Einzug und die Mitarbeit der AfD-Fraktion im Bundestag, aber auch in den Landtagen durchaus was verändert haben von der Stimmung über die Art und Weise, wie miteinander gearbeitet wird, bis hin zu den Themen und die Art der Kommunikation von Themen. Glaube aber dennoch, dass nicht alles direkt, alles, was an solchen Entwicklungen gab, direkt mit der AfD in Verbindung steht. Also beispielsweise die Landesverfassung Sachsen-Anhalt, die ist nach dem Einzug der AfD geändert worden. Inwieweit das jetzt tatsächlich der ausschlaggebende Faktor war oder ob es beispielsweise der Anschlag in Halle war oder ob es noch andere Bereiche waren, das weiß ich nicht. Da wäre es tatsächlich mal spannend, mit den politischen Entscheidern zu sprechen, was für sie eigentlich die auslösenden Momente waren. Im Sinne von Politikzyklus oder von Phasen,
von Politikformulierung bis hin zur Umsetzung. Also da wirklich die Intention sich nochmal anzugucken. Das finde ich sehr spannend. Aber inwieweit das eine und das andere in dem direkten Zusammenhang liegt, weiß ich nicht. Ja, ich kann es auch nicht sagen. Wir haben jetzt eigentlich schon 60 erreicht. Hier oben mit dem letzten Projekt. Ah, genau. Auftragsinformationen. Auftrag abgeschlossen. Land des Wohlstands. Die Lebensqualität in Ihrem Land ist das Ergebnis einer effektiven Führung. Ihr Ziel ist es, 60 EME zu erreichen. Wir kriegen 200 Punkte. Ich hoffe, dann kommt demnächst da oben nochmal was Neues. Und Projekt Bewirtschaftung von Tourismusattraktionen wurde abgeschlossen. Das ist schön. Das heißt, wir haben schon wieder einen Projektplatz frei. Und an der Stelle wäre es jetzt, wenn wir da jetzt weitergehen, Ressorts, da brauchen wir 2500 für. Und wenn wir... Warte mal. Ach so, genau. Und dann können wir ein neues Gebäude, dann können wir das Gebäude aufwerten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich lasse nochmal auf Pause. Ich will nochmal hingehen. Hier hatten wir, genau, die Touristenzone. Aufwerten. Erforderliches Projekt, Ressorts. Genau. Da brauchen wir auch 2500 AP für. Das heißt, das ist das nächste, was wir anstreben sollten. Aber in der Zwischenzeit könnten wir dann die Diplomatie fertig machen. Was eine Möglichkeit wäre. Wir könnten die qualitative internationale Beziehungen durchführen, was uns Siegesbedingungen gibt. Ja, das gefällt mir. Also kostet auch einfach nicht so viel. Ja, aber kostet viel Unterhalt. Ja, aber da kommen wir langsam bei dem Spiel hin. Die Sachen kosten immer mehr und also nicht eins kostet immer mehr als das andere, aber so langsam wird es halt teuer. Je mehr wir entwickeln, je mehr Infrastruktur wir zur Verfügung stellen, je mehr Möglichkeiten es gibt, desto teurer wird es halt. Ja, dann machen wir das mal. Ja. Um hier unten mal was in Bewegung zu setzen. Ja, apropos Bewegung, ich habe jetzt hier auch noch, ich mach mal auf ganz langsam. Ich habe hier unten auch noch ein André streckt sich offen. Und ich sehe schon, es wird hier wird auch privat geschrieben, so, ja. Ich habe noch ein André streckt sich offen und das werde ich jetzt mal. Dafür hat Horst die Kanalpunkte ausgegeben. Und das werde ich jetzt mal umsetzen. Und mir wurde ja auch schon gesagt, ich soll T-Shirts drucken demnächst. Nämlich mit dem Spruch, den ich immer wieder bringe: Der Hals ist kein Kugelgelenk. Wenn ihr viel im Sitzen arbeitet, so wie ich das ja gerade tue, dann solltet ihr ab und zu den Kopf dehnen. Aber immer nur entlang einer Achse, weil der Kopf ist kein Kugelgelenk. Dieses wilde Kopfkreisen ist sehr, sehr schlecht für Atlas und Axis, die hinten den Schädel aufhängen und sowieso nicht gut für die Halswirbelsäule. Aber dehnen in jede Richtung kann tatsächlich sehr gut sein. Und was für den Rücken gut ist, ist Arme kreisen. Aber das werde ich jetzt nicht ausführlich tun. Aber wer viel im Sitzen arbeitet, sollte das ab und zu mal machen. Und damit sehe ich das als abgeschlossen an. Und ich würde mal langsam. Nice to know, echt. Ja. Hast du ein Sarkasmus-Schild oder ein Ironie-Schild für mich? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich würde jetzt noch mal eine kleine Pause machen. Ich muss mal für kleine Laserphysiker. Und da sind wir zurück aus der Wann? Pause. Und in der Zwischenzeit, ich habe nicht auf Pause gedrückt, aber es sind nur 2 oder 3 Tage weiter getickt, ist was wegen der Spendensammlung reingekommen.
Also, wir haben vorher schon an diesem Spendensammlungsdingsi teilgenommen. Und ja, Beitrag zur Spendensammlung. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Das war Hochwasserhilfe oder Flutopferhilfe oder sowas. Denken Sie daran, dass Belohnungen für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange, diese Formulierung. Also ich hoffe, dass da einiges verloren gegangen ist in der Übersetzung und Sie was ganz anderes meinen, weil irgendwie macht das für mich überhaupt gar keinen Sinn. Schlagen wir politisches Kapital daraus, wenn wir am meisten beitragen? Naja, du könntest jetzt nochmal zurückgucken in den Beginn der Pandemie und welche Staaten dann internationale Hilfe geleistet haben und möglicherweise auch warum. Und wie sich das dann ausgezahlt hat. Also gerade innerhalb der Europäischen Union war es ja, glaube ich, China, die in Italien waren, und Russland hat auch Personal gesendet. Also da lag zumindest zu dem Zeitpunkt der Verdacht im Raum, dass das quasi eine Propagandaaktion ist. Da kann man jetzt zu stehen, wie man will, und ich will diese Debatte auch nicht aufmachen. Aber man kann zumindest sagen, dass durchaus auch so eine humanitäre Geschichte zur Reputationssteigerung genutzt werden kann. Hm. Ja, und wir hatten so, jetzt... Bei dieser ja? Hm? Nee. Ja, wir hatten jetzt schon irgendwie Gegenwind von der Opposition, die gesagt haben, ne, ihr macht das, also ihr verschwendet staatliche Ressourcen und bla bla bla. Und da haben wir schon gesagt, Leute, die Geschichte mit dem eigenen Gartenzaun, da gibt es halt noch eine größere Welt. Da würde ich sagen, wenn das hier so ist, wenn uns das hier so noch nicht mal zwischen den Zeilen, sondern direkt in der Zeile so gesagt wird, dass man da viel geben sollte, dann wäre ich jetzt dafür zu sagen, wir geben die 600, den Maximalbetrag, weil wir haben das Geld im Moment. Ich würde halt so unglaublich gern wissen, was dahinter steht. Also wenn wir jetzt dieses Tor 1 nehmen, also wir werden dafür sorgen, dass es sich auszahlt. Ja, wie denn? Also was heißt dann auszahlen? Bekommen wir dann coole Handelsabkommen? Oder finden uns dann alle total toll? Kriegen wir die Olympiade? Also was? Ich hoffe nicht. Wie zahlt sich's? Ah ja, stimmt, ja. Ja. Ach ja. Ich finde, auch bei dem nächsten leisten wir einen fairen Beitrag. Ich kann ja mit dem Begriff Fairness nicht so viel anfangen, weil der für mich nicht greifbar ist. Und der irgendwie auch so ein Stück weit ein Gefühl ausdrückt. Ich wüsste jetzt nicht, wenn wir das in Geld umrechnen, was ein fairer Beitrag ist. Weil ich nicht weiß, was alle anderen geben und was die anderen geben könnten. Was ist jetzt fair? Ja, das stimmt. Fair ist in diesem Bezug ein schwieriges Adjektiv. Wird aber auch, auch in politischen Diskussionen immer wieder verwandt. Weil damit ja auch so eine Emotion transportiert wird. Und so eine Zielstellung. Aber es sagt halt schlussendlich nicht so wahnsinnig viel aus. Für mich als Politikwissenschaftlerin. Vielleicht, letztens hat jemand gesagt, dass es im juristischen Sinne wohl doch irgendwas bedeutet. Aber kenne ich mich nicht aus. Vielleicht ja jemand von euch. Schön, was Horst hier im Chat schreibt. Mehr paranoide Gedanken als in For the People. Da ist... ja. Interessante Außenbeobachtung. Danke für diese Außenbetrachtung, wie wir gerade denken. Also ich bin jetzt auch, seit wir das Erlebnis hatten, dass wir For the People gespielt haben, bin ich auch so, dass ich anfange, an solchen Entscheidungen wirklich auch diese Gedankenüberlegungen zu machen, wie du das gerade sagtest. Und aber das ist halt auch gleichzeitig super anstrengend. Also nicht nur für diejenigen, die sich's anhören müssen, sondern auch für uns, weil wir ja irgendwie auch gleichzeitig nicht vorwärts kommen. Und wenn wir es mal so ins Real Life übertragen, wenn wir jede einzelne Aussage von irgendwem sezieren, geht es ja immer durch unseren eigenen Filter. Also jemand sagt irgendwas, was schon eine Auswahl ist. Ja. Also eine Information wird dann in eine Mitteilung gepackt, wie auch immer diese Mitteilung rüberkommt und auf welchem Weg. Und dann kommt es bei irgendwem an. Und diese Person lässt es ja auch wieder durch den eigenen Filter laufen. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir For the People gespielt haben. Ja. wir können es uns leisten, also können wir auch einfach sagen, komm, jetzt lass uns da das Obus-Szene nehmen. Aber dieses, wir werden dafür sorgen, dass es sich auszahlt, finde ich doch ein bisschen mystisch.
Ja. Ja, das stimmt. Sagen wir jetzt einfach mal so, wir haben jetzt schon die Weichen gestellt, dass wir sagen, nee, Leute, wir ziehen uns jetzt nicht daraus zurück, wenn die Opposition das Kacke findet und denkt, wir verschwenden Ressourcen. Dann sollten wir jetzt voll reingehen, um für später entscheiden zu können, wenn wieder eine Spendenaktion kommt, was denn die Benefits sein können, sodass wir jetzt einmal voll reingehen, um dann später besser abwägen zu können, ob wir das noch einmal tun werden oder nicht. Das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass uns innenpolitisch irgendwer versucht zu schaden. Das sehe ich aber gerade nicht. Nee. Insofern, ach komm, wir haben jetzt lange genug drüber geredet. Lass uns einfach gucken, dass es sich auszahlt. So, was ist hier passiert? Monaco hat sich dem Block Frankreich angeschlossen. Ja, das passt irgendwie. So, wir haben jetzt wenig AP. Ich mach noch mal. Wir könnten jetzt schon wieder. Also wir müssen fragen. Es hilft alles nichts. Wir müssen weiter Australien anbetteln, was AP angeht. Ja, denn ist so. Also ist unsere einzige AP-Quelle gerade. Ja. Das Oh, machen und wir jetzt Pupsnase mal. geht ins Bett. Ja. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Ja, genau. Von mir auch. Gute Nacht. Bis demnächst mal. Dankeschön. Wir werden den Abend noch genießen. Schön, dass du da warst. Okay. Und wir nehmen sie ja nicht nur aus, was die Aktionspunkte betrifft. Wir investieren ja auch immer wieder Genau. Diplomatische Aktion in die Afrika Limited einzelnen Access und Regionen. wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön. Wir haben Sehr wieder gut. AP-Punkte bekommen. Eine Sache, die ich jetzt eben gesehen habe. Projekte, genau. So. Bei Umwelt war das, glaube ich. So, wir können hier Modernisierung der Bergbauindustrie. Oh ja, das hatten wir doch als Problem vorhin. Nee, das Dass haben wir uns schon die Rohstoffe erforscht. ausgehen. Das haben wir schon erforscht. Was ich hier halt gesehen habe, wenn das tatsächlich die Mechanik ist, hier jetzt beispielsweise Dienstleistungen, Unterhaltskosten, wir können Projekte verwerfen. Das heißt, wir können so unsere AP-Kosten reduzieren. Wenn ich jetzt auf Industrie klicke, und halten Sie grundlegende Infrastruktur für Schwerindustrie. Kostet uns 5 AP. Könnte ich verwerfen. Ich will das aber eigentlich alles gar nicht. Also, Na, was? Militärinfrastruktur haben wir noch gar nichts. Militärpolitik. Ach so. Das möchte ich aber auch nicht machen. Ich find die Funktion insofern gut, weil es manchmal so einzelne Entwicklungsschritte gibt, die aufeinander folgen, wo wir den einen vielleicht gar nicht wollen, aber den nächsten oder den übernächsten eigentlich ganz cool finden. Ja. Und dann können wir den wir eigentlich gar nicht wollen, auch ausschalten. Dann gucken wir doch mal bei Finanzsystem. Wie sieht es denn hier mit Privatbanken aus? Könnten wir verwerfen und würden 15. Ja, aber es ist, aber nee, ich meine, es ist tatsächlich so, aber wir haben so viel, durch das wir jetzt durchgehen müssten. Staatliche Bank, ja, will ich eigentlich nicht. Gemeinsame Investitionen. Nee, das können wir auch nicht. Also das mit den Steuereinnahmen finde ich gut. Das BIP Leichen Dash. Ja, in der Bildung. Ich glaube, in der Bildung gab es irgendwie so eine Stelle, bei der ich Ja, gedacht habe, so Schulpropaganda, die aber.
Genau. Aber die haben wir nicht Aber an dem kommen wir erforscht. ja vorbei. Ja. Wobei ich das mit der technischen Schule ganz interessant finde und den Bereich darunter mit der Fernlehre finde ich auch ganz gut. Also ich meine, wir sind Inselstaat mit ganz viel Land. Ja. Also unbevölkertes Land und Regionen, wo nicht so viel los ist. Insofern ist vielleicht Fernlehre gar nicht so eine schlechte Idee. Aber wir könnten halt mal, was wir nicht. Also, ich glaube, wir brauchen eigentlich alle Sachen, die wir hier. Energieproduktion will ich nicht abschaffen. Verstehst du? Also, innere Sicherheit, freiwillige Feuerwehr, Gesundheitssystem, staatliche Behörden, Berufspolizei, Sicherheitsinfrastruktur, möchte ich alles nicht darauf verzichten. Ich weiß nicht. Machen wir jetzt halt einfach weiter. Ja, also ich würde Mit auch erstmal immer wieder weitermachen. Australien anbetteln. Ja, hilft ja jetzt nichts. Also wenn es nicht anders geht. Ich habe noch keine Also wir. Methode gefunden, wie wir noch anders an AP kommen. Also wir müssten unsere Einwohnerzahl halt irgendwie erhöhen. Das gibt noch mal einen Plus, aber wir sind jetzt schon bei so viel Unterhalt, also puh. Ich hoffe, dass irgendwann der Blockunterhalt mal sinken wird. Ich befürchte, dass es genau andersrum sein wird. Wahrscheinlich. Ist das so ein bisschen die Modellierung der Brexit-Situation? Interessante Frage. Ja, wenn wir plötzlich nicht mehr in einem Block sind. Blockanführer, also Blockanführer ist eine Bedingung für den Diplomatensieg. Aber okay, lassen wir mal die Zeit weiterlaufen und gucken, wie sich die Sache entwickelt. Wir haben jetzt auch gleich die qualitative internationale Beziehungen erforscht. In 82 Tagen und wir stehen schon am sind schon im Ende November 2025. Wir haben schon ein paar Jahre hinbekommen. Sehr schön.